Herzlich willkommen zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick der Hillerbar im Monat Mai. Mein Name ist Gertrud Traut und ich bin die Chefvolkswirtin. Die Rahmenbedingungen sind weiter schwierig. Der Ukraine-Krieg ist immer noch im Gange und hinzu kommt noch, dass Covid-19 auch noch ein Thema ist. Wenn Sie sagen, das hatten wir doch gerade hinter uns, wir dürfen ja jetzt wieder raus, Maskenpflicht wird sukzessive gelockert. Ja, bei uns schon, aber in China sieht das ganz anders aus. Da ist die Covid-0-Strategie an der Tagesordnung. Ganze Städte, Regionen werden abgeschlossen und natürlich die Container liegen in den Häfen. Geschätzt über 500. Das heißt, die Güter kommen bei uns nicht an. Unsere Unternehmen haben hohe Auftragsbestände, aber die können nicht abgearbeitet werden, weil ihnen die Vorprodukte fehlen. Und das macht natürlich die konjunkturelle Perspektive schwieriger. Dazu kommt, wenn die Produkte nicht da sind, steigen die Preise. Und es steigen die Preise wegen den Knappheiten und natürlich steigen auch die Preise wegen des Ukraine-Krieges, Öl und Gas und Weizen, all das kennen Sie schon. Und wenn die Preise steigen, ist es Aufgabe der Notenbanken, sich dagegen zu stemmen, was nichts anderes heißt Zinserhöhungen. Und die US-Notenbanken, viele andere Notenbanken tun das schon. Und die EZB hat sich bislang noch geziert. Aber jetzt gibt es klare Signale aus dem Frankfurter Ostend. Selbst Christine Lagarde hat jetzt Andeutungen gemacht. Wir rechnen damit, dass der erste Zinsschritt im Juli erfolgt und Ende dieses Jahres die negativen Einlagezinsen Geschichte sind. Das ist das große Bild. Heute richten wir aber nochmal unseren Blick auf einen Sektor. Ein Sektor, der volkswirtschaftlich sehr, sehr wichtig ist und auch für viele im Einzelnen sehr wichtig ist, nämlich der Immobiliensektor. Und da gibt es auch ein Sub-Aktienindex. Und da der Aktienmarkt ein guter Vorlaufindikator ist, können wir ein bisschen ablesen, was die Stimmung an den Märkten ist, was manche Leute antizipieren und was ich dann entsprechend prognostizieren werde. Der DAX, der Gesamtindex und der Subsektor Real Estate vor Kriegsbeginn relativ parallel, dann der starke Einbruch beim DAX, während sich der Immobiliensektor relativ stabil gehalten hat. In den letzten Wochen ist es aber anders. Der DAX hat sich stabilisiert, aber im Subsektor Real Estate ist sehr viel Unsicherheit, also die Angst vor den Zinserhöhungen, dass die Zinserhöhungen zur großen Belastung werden, insbesondere natürlich auch auf der Finanzierungsseite, aber auch die Konjunktur in den Keller treiben könnten. Das wäre für Deutschland nach 12 Jahren Aufschwung im Immobiliensektor schon ein harter Schlag. Insbesondere, weil wir zu einer Region geworden sind, die vorher nicht für solche Entwicklungen bekannt waren. Das waren eher Spanien und Italien. Jetzt gehören wir zu den Outperformern. Und all diejenigen, die Immobilien haben, freuen sich darüber. Die noch keine Immobilien haben, das ist in Deutschland nicht mehr die Hälfte. Also früher waren die Eigenheimquote unter 50%, jetzt ist sie über 50% gestiegen. Das heißt aber noch, ein Großteil der Deutschen hätte gerne auch noch eine eigene Immobilie. Aber wenn die Preise hoch sind und die Finanzierung dann auch noch teurer wird, wird es schwieriger werden. Also alles hat eine gute und eine schlechte Seite. Und wenn wir uns in der Vergangenheit anschauen, wie Immobilien sich bewegen, also nochmal ein bisschen längeren Horizont als den ich eben gezeigt hatte, seit 2010, sondern in der Vergangenheit auch zyklische Entwicklungen. Und wir sehen beim Ölpreisschock Ende der 70er Jahre auch mal Minusraten. Dann recht heftig zur Wiedervereinigung. Das war ein Immobilienboom, den wir zur Wiedervereinigung hatten. Und dann kleinere Schwankungen in der Dotcom-Blase, in der Finanzkrise und auch bei Corona. Aber Sie sehen auch in den letzten Jahren, ja, bis auf die Gewerbeseite, immer noch Steigerungsraten. Also relativ ruhige Märkte mit Anstieg
für Investoren eine sehr günstige Entwicklung. Aber sollte die Konjunktur nicht mehr so gut laufen, also gucken wir mal, was wir in der Vergangenheit auch Entwicklungen hatten, wenn die Notenbanken richtig an der Zinsschraube drehen, dann könnte es ja auch für Immobilien schwieriger werden. Und wir sehen das deutsche BIP als Indikator für den Wachstum und wir sehen hier diverse Zinserhöhungszyklen und da gab es doch auch heftige Rückschläge. Aber auch das hatten wir eben gesehen. Es gab auch, und dann gehen wir gerade noch mal zurück, es gab auch Phasen, es gab gar keine Effekte aufs Wohnen. Also ist es nicht ganz klar, wenn Zinserhöhungen kommen, ob es den Immobilienmarkt belastet. Und es ist auch nicht ganz klar, wenn Zinserhöhungen kommen, dass es eine Rezession gibt. Die Frage ist, wie viele Zinserhöhungen kommen und wie stark sind noch die anderen Belastungen, also die Lieferkettenproblematik oder auch der Ukraine-Krieg. Und diese Frage stellen wir uns auch mit Blick auf die Vergangenheit. Und Zinserhöhungen hängen normalerweise an der Inflationsrate. Es ist Aufgabe der Notenbank, die Inflationsraten im Griff zu halten. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, so wie das in vielen Phasen war, erhöhen die Notenbanken, hier jetzt die Bundesbank, dann später die EZB, die Zinsen kräftig. Jetzt ist die Inflation aber schon seit vielen Jahren höher als die Zinsen, also negative Realzinsen, eine Situation, die für die Investorenseite in den letzten Jahren günstig war. Und das ist auch die entscheidende Frage. Wie viel werden die Zinsen erhöht? Und ich hatte es eben angedeutet, ja, wir erwarten einen ersten Schritt. Aber was ist ein erster Schritt? Irgendwie sieht man an dieser Kurve, mit solchen Bewegungen wird die Konjunktur auch abgewürgt und auch der Immobilienmarkt. Das haben wir zurzeit nicht in unserer Prognose, denn wir erwarten auch eine Entspannung im Laufe dieses Jahres noch von Seiten des Ukraine-Kriegs. Wir erwarten, dass die Chinesen wieder etwas öffnen, sodass auch die Lieferproblematik nachlässt. Zinserhöhungen ja, aber relativ verhalten. Inflation wird etwas entspannen, also kein echtes Stressszenario. Nur die Rahmenbedingungen wären etwas schwieriger im Vergleich zu den 12 Jahren, die extrem entspannt waren. Und wir sehen es, Hypotheken, Zinsen steigen etwas an. Es wird schwieriger für diejenigen, die ganz knapp kalkuliert haben. Also da werden wir sehen, dass die Nachfrage etwas zurückgehen wird. Von der Angebotsseite bleibt es weiterhin schwierig, denn Rohstoffe, ob das Holz oder Stahl ist, große Nachfrage weltweit, die Lieferkettenprobleme schlagen auch hier zu. Und auch das ist ein Faktor, der bleiben wird, also höhere Zinsen. Tendenziell schmälert etwas die Nachfrage von der Angebotsseite, höhere Kosten, bauen kann man es sich noch leisten. Auch diese Frage muss man sich stellen. Und natürlich die Frage, bekommt man jemanden, der das für einen macht? Denn die Kapazitäten sind enorm ausgelastet, schon seit geraumer Zeit. Also Angebotsrestriktionen. Und deswegen wird die Idee der Bundesregierung, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen, nicht umzusetzen sein. Wer soll es denn machen? Es gibt keine Bauarbeiter, es gibt kein Material. Und unsere Prognose mit leicht mehr als 300.000 ist in diesem Umfeld schon optimistisch. Das heißt aber auch, die Nachfrage bleibt relativ hoch, das Angebot steigt nur wenig, sodass der Anstieg der Immobilienpreise sich fortsetzen wird, aber etwas schwächer, als das der Fall in den letzten Jahren war. Soweit in diesem Monat zu Immobilien. Im nächsten Monat bringe ich Ihnen etwas anderes mit.